Ja, unglücklicherweise habe ich mich beim Rollerfahren mal kurz hingelegt. War keine große Aktion, aber war keine andere beteiligt und ich war auch irgendwie nicht ja, groß Risiko unterwegs. Ja, leider habe ich mir dabei das Wadenbein gebrochen. Aber zum Glück sind alle Bänder intakt, Syndesmoseband ist intakt und deswegen ist es nur ein Bruch und jetzt schauen wir, dass wir das konventionell behandeln. Das heißt, dass es einfach so ausheilt mit einem wunderbaren Schuh. Und dann hoffe ich mal, dass es die nächsten 8 Wochen spätestens dann wieder ist. Generell bin ich natürlich schon ein bisschen enttäuscht oder traurig darüber, wie es jetzt gelaufen ist, weil ja, das einfach unnötig ist, dass es jetzt so passiert ist, vor allem jetzt in der Situation. Aber es gibt schlimmere Verletzungen, deswegen wird es auch wieder, der Knochen heilt wieder und deswegen hoffe ich, dass ich schnell wieder zurückkomme. Mein Befinden ist gut. Verletzung hält sich in Grenzen, beziehungsweise die Schmerzen halten sich in Grenzen. Ich bin, denke ich, auf dem Weg der Besserung. Das nennt sich Schulter-Eggelenk-Sprengung. Hört sich, glaube ich, dramatischer an, als es eigentlich ist. Jetzt schauen wir mal. Die Physiotherapeutin meint vielleicht 5, 6 Wochen, sowas in den Dreh, vielleicht auch länger. Aber ja, wie gesagt, ich bin auf einem guten Weg, habe jetzt weniger Schmerzen als letzte Woche. Und ja, wie es passiert, leichter Aufprall im Gegenspieler beim Spiel gegen Gummersbach und dann auf die Schulter gefallen. Und dann geht sowas relativ zügig. Eigentlich habe ich gehofft, ich kann weiterspielen, aber bei der nächsten Aktion dann beim Block habe ich schon gemerkt, dass ein bisschen was knackt und etwas hakt. Und dann habe ich es lieber gelassen und es war zum Glück die bessere Entscheidung, dann lieber rauszugehen und das Feld zu räumen, bevor man da irgendwie verletzt weiterspielt und vielleicht mehr kaputt macht, als er eh schon ist. Aber trotzdem ist es dann schwierig, den Jungs dann zuzugucken. Zum Glück kann ich noch auf der Bank ein bisschen mitagieren und ein bisschen vielleicht mithelfen, zu unterstützen. Aber gut, man steht als aktiver Spieler natürlich lieber auf dem Feld, als auf der Bank zu sitzen. Ja, die letzten Spiele sind im Gegensatz zur Vorbereitung ja, ein bisschen unrund gelaufen. Da haben wir nicht ganz so zu dem Spiel gefunden, was wir uns da eigentlich vorgestellt haben. Aber ich bin mir sicher, dass wir die nächsten Spiele da wieder in Tritt kommen und unseren Lauf finden, zu unserem Spiel finden. Und gerade jetzt, jetzt, wo viele verletzt sind und mein Bruder und ich verletzt sind, sind die anderen gefragt und auch, ich sag mal, angeschlagene Boxer sind meist gefährlicher. Und deswegen hoffe ich, dass die nächsten Spiele die Mannschaft da wirklich sich zerreißt und den einen oder anderen Sieg einfährt, wo vielleicht keiner mitrechnet. Wir haben natürlich eine sehr, sehr gute Qualität, großen Kader. Zum Glück haben wir momentan einen großen Kader. Die Qualität wird sich auch noch definitiv weiterentwickeln, beziehungsweise beim Zusammenspiel. Im Angriff sieht es schon definitiv besser aus als in der Abwehr. Da haben wir noch ein bisschen Abstimmungsprobleme. Aber ich denke, dass sich das auch in den nächsten Spielen auch weiter verbessern wird und dass wir da definitiv Fortschritte machen werden. Ja, wie gesagt, am Sonntag gegen Kiel. Ja, das ist immer ein ganz interessantes Spiel, ein wichtiges Spiel. Wir gehen jetzt mit den ganzen Verletzungen, mit den angeschlagenen Spielern, gehen wir da absolut als Außenseiter ins Rennen. Und wie schon gesagt, also angeschlagene Boxen sind meistens gefährlicher und deswegen schauen wir mal, was dabei rumkommt. Wir haben nichts zu verlieren, aber wir haben eine sehr starke Mannschaft immer noch. Und dann schauen wir, was nach 60 Minuten dabei rumkommt. Wird natürlich, denke ich, oder hoffe ich, ein heißer Tanz. Die Halle ist ausverkauft. Kiel spielt jetzt heute am Donnerstag ja schon gegen Hannover, glaube ich. Das werden wir uns auf alle Fälle nochmal angucken. Und dann müssen wir am Sonntag einfach einen raushauen mit den Zuschauern zusammen. Und ich denke, momentan die Liga zeigt, dass einfach alles möglich ist.